Hier sprechen wieder Ustra, Mio und Aronsul zu einer weiteren Folge hier bei Minecraft Big Business. Hallöchen. Hallöchen. Und ich hab schon ziemlich biges Business gemacht. Ich muss mich gerade am Hals kratzen. Es tut mir leid, ich war mittendrin stand nur dabei. Solange es der Hals ist. Es ist nur der Hals, das stimmt. So, und ich war dabei. Ich weiß nicht, wo ihr dabei wart. Ich wollte ja jetzt am Anfang jeder Folge einmal mal abklären, was man so sich die Folge vorgenommen hat. Damit man so ungefähr, damit man weiß, welches LP man gleich verfolgen muss. Damit man das direkt im Ausschlussverfahren, Entschuldigung. Frag mal Aaron, ich weiß es gerade noch nicht. Was? Was du jetzt als erstes machst. Ich? Was du für diese Folge vorgenommen hast. Ein Dach zu bauen, ohne zu sterben. Ein Dach zu bauen, ohne zu sterben, das ist ein gutes, ein, sehr gut. Du bist ein Beispiel, du bist ein Beispiel guter, eines guten Arbeiters. So. Alter. Eines guten, lebensfrohen Arbeiters, der nicht sterben will. Alter. So. Ich versuche diese Folge, meinen Wasserfall fertig zu machen. Hm? Und dann natürlich hier oben eine Terrasse auszubauen. Und dann müsste ich immer noch wissen, wie viel Gebühren das jetzt kostet, oh, verdammt. Bei dir ins Netzer zu gehen. Ja. Nicht Günther Netzer? Gute Frage. Kannst dir was aussuchen? Ich zahle alles, okay. Weil ich brauche Glowstones. Es wird schon wieder dunkel, ich brauche auch Glowstones. Ich kann dir welche mitbringen und verkaufen. Sag mal für ja, das Tag 10. 10 nur? Junge, du musst echt an deinen Preisen arbeiten. Ich krieg pro Tag krieg 900 Münzen, also. Was? Ja. Du solltest es auf 60 erhöhen. Ja, du solltest mindestens 60 machen. Mach mal 60. Das ist so. Ein fairer Preis. Sollen wir erst ins Bett gehen, weil es wird gerade so gejammert? Ja. Ja, mir ist das egal. Ich kann ja, auch. Ich bin jetzt schon im Bett. Nein. Okay, du kannst ja nicht die Tag- und die Nachtschicht übernehmen. Oh nein. Shader. Dunkel. Shader. Dunkel. Au. Okay, wollen wir echt ins Bett gehen? Ja. Ja. Oh, da muss ich wieder hochlaufen. Haben wir jetzt fünfmal gesagt. Oder du disconnectest kurz, genau. Nein, ich disconnecte niemals. Vernünftig. Oh. So, das ist der Kampfgeist. Wenn, dann zeige ich meinen Leuten, ja, wie man diese Treppe hochmarschiert. Gibt bei mir keinen Ladebildschirm. Wenn ihr jetzt so weitermacht, ne, gehe ich gar nicht. Wir schlafen doch schon. So. Ja. Ah! Verdammt. Morgenstunden hat Stuhl im Mund, was? Ihh! Mann! Alter, warum? Weil ich das sage. Warum? Immer noch, weil ich das sage. Warum so eklig? Warum? Du willst es doch auch. Nein! Aber wo ist meine Wolle hin? Du hast sie verarbeitet? Nein, sie ist weg, weil ich sie gerade mit einer Schaufel abgebaut habe. Oh, oder okay. Ist er verleckt? Nein, kann gar nicht sein. Der ist von Nitrado, der leckt gar nicht. Der leckt nie. So, ist eine Frechheit. Das werden jetzt nicht viele Leute verstehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich und du, wir verstehen das und das reicht mir schon. Ah, scheiße. Und was ist mit mir? Du verstehst das auch. Hey. Ich glaube, ich kann mein Versprechen zum Anfang der Folge nicht einhalten. Ich werde sterben. Sehr gut. Irgendwann. Irgendwo. Was heißt irgendwann? Ach, da kommt schon Wasser durch. Alter. Okay, das ist okay. Okay, das ist okay. Das ist nicht okay. Du meinst Sporter? Ja, weil mein ganzes Land irgendwie überschwemmt wird. Alter, diese Treppen. Höhle. So. Wasser mit Höhle. Geistreicher Kommentar, Mio. Höhle. Ja, warum Wasser. Nicht? Höhle. Wasser. Huch, da tropft's. Ach komm, das hat doch Spaß. So, okay, jetzt sind wir hier. Oh Mann, jetzt komm. Und da, wieder zurück, ich bin wieder zu fett. Da tröpfelt schon Wasser raus. Okay. Bin wieder das, ist fett. Das ist gut zu wissen. Okay. Ah. Jetzt hab ich nicht genug Treppen. Es wird immer besser, es wird immer besser. Ich komm ja nicht rein, weil hier Glas ist. Mann. Ich verstehe dich nicht, Aaron. Was ist dein Problem? So, das können wir schon mal öffnen. Sie ist
das hier Problem. Können wir schließen. Mein Haus ist zu klein, ich muss es vergrößern. Abreißen. Was? Was? Na was komm, denn? Hack das ab. Ach, jetzt muss ich wieder außenrum hochlaufen. Ich hasse mein eigenes Dorf, ich hasse mein eigenes Land. Ich hasse es. Ich will nicht König dieses Landes sein. Ich will nicht. Will jemand tauschen? Brauchst du einen Bolzenschneider? Nein, ich brauche gar nichts. Ich brauche Liebe und Geborgenheit. Willst du einen Bolzenschneider? Na, er hat doch gesagt, hack es ab. Knack. So, knickknack, da ist er ab. Knickknack, überlegen. So. Piu, verstanden. Sesam, nein. Öffne dich! Ich hab, das ist, ich krieg grad gar nichts mit. Ach so. Leid. Okay. Ich bin hier so am Bauen. Ah, wie schön, das ist schön. Mir gefällt das. It is so beautiful. Weißt du, was auch geil ist? Wenn man Game Key hat und nicht weiß, wo man es eingeben kann. Das ist auch schön. Ja, das ist auch toll, ja. Das finde ich auch ganz schön. Entzückend. Ja. Entzückend. So, entzückend. So, das ist schön. Also ich bin zufrieden mit meiner Arbeit fast schon. Und das hört man ja von mir nicht oft, weil ich immer so rummoser so viel. Ja, voll eklig. Das ist ja, ich habe einfach hohe Ansprüche an mich selbst, okay? Ja, voll eklig. Ein Wikingerdach, das wäre geil. Nein, Quatsch. Was wäre geil? Nein, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ein Dach? Was wolltest du sagen? Ein Wikingerdach. Wie sieht das genau aus? Jetzt kann ich mir darunter vorstellen. Nee, Quatsch, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, du bist so dumm dafür. Danke, verstehe ich. Nein! Du weißt doch, wie ein Dach, ein Wikingerdach aussieht, oder? Ich weiß ja, nee, eben nicht, deswegen frage ich doch, Mann. Scheiße, Mann, wie soll ich das erklären? Es ist, okay, das ist auch noch. Also, ich kenne Wikingerdächer, die sind lang. Gehen sehr weit runter zum Boden. Ja. Und die haben am Ende ja noch so eine Krümmung drin, weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und so. Aber Ostra weiß es trotzdem nicht. Nee. Der ist beinahe aus. Ich bin zu dumm dafür. Mann, tut mir leid. Let's Google it. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Später. Mann. Ist ja nicht schlimm, ich wollte dich ja nicht in Verlegenheit bringen, ne? Ich wollte das wirklich nur wissen, weil ich das nicht weiß. Das kann man ganz schlecht erklären. Immer diese ungebildeten Menschen, Aaron. Ja, ist echt immer so. Diese ungebildeten Menschen. So. Eieiei. Lichtbug. So. Du mit deinen Lichtbugs. Lichtbug, du und ich, Straßen lang. Was? So, da wird mein Stall. Wo ist ein Stall? Nur die Tiere sind noch nicht begeistert. Die sind nicht begeistert und nicht begeisterungsfähig. Das ist ein Unterschied. Weil sie noch nicht da sind. Hast du sie schon oder sind sie noch nicht da? Sie leben schon. Warum? Fehlt das auch? Ja. So, das hier wird... viel mehr Holz. Warum? Wieso? Weswegen? Weshalb? Ich hasse mein Leben. Warum? So, okay. Jetzt kann ich wieder nach oben. Warum? Und hier mein Wasserfällchen weiter aufbauen. Ich hab vor kurzem Catching Fire angeschaut. Echt? Ja. Wolltest du jetzt beichten, oder was? Ja, es war nicht so sehr prickelnd. War nicht so prickelnd? Ja. Ich kenn mich mit sowas nicht aus. Das war nicht prickelnd. Die Bude von Panem. Wen das? Auch die Filme? Oder nur das Buch? Film. Ersten oder auch den zweiten? So, bis nee, ich wollte den zweiten zwar gucken, aber irgendwie kam ich dazu noch nicht. Achso, naja, ist nicht so prickelnd, sag ich mal so. Schade. Aber das ist ja meistens bei so Fortsetzungen, wo man... Aber das sagen ja, das haben viele gesagt, habe ich gekriegt, dass das zweite nicht so gut sein soll. Ein was kann ich dir verraten, ohne dich zu spoilern. Sehr gut. Im dritten ist Weltkrieg angesagt. Jawohl. Ja gut, das weiß ich. Okay, gut. Das kommt ja von den Büchern, ne? Wahrscheinlich. Ich hasse Wasser. Wasser ist so träge. Ich hasse träges Wasser. Duschst du auch manchmal? Bitte was?
Ich dusche das nicht. Das hätte ich jetzt auch gefragt, Aaron. Oh, ach, scheiße! Aua. Ich dusche nicht. Beste Antwort. Warum sollte ich? Es wird immer besser. Es gibt nur einen Grund zu duschen. Weihnachten steht an. Ist echt so. Alter. Nein, yeah. Jetzt habe ich es mir wieder versaut. Ich bin ja. dumm, ich bin ja. dumm, ich bin ja. dumm, ich bin so. Ja. Ach, man kann nur noch ja sagen. Sorry. Scheiße. Ja. Jesus, fang mich auf! Okay, ich komme im Moment. Was für Jesus? Ist das dein zweiter Vorname? Ja, eigentlich heiße ich ja Moses, aber. Ach so. Ja Ach so. Also ist ja fast dasselbe. Gott, aber sag das nicht jedem. Ah ja, okay, tut mir leid. Wenn mich jemand fragt, ob ich einen Gottkomplex habe, sage ich nein, ich bin Gott, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Alter. Ich kenne das alles nur zu gut. Ich kenne mich damit aus. Ich brauche so viel Holz und ich will es nicht farmen. Verkauf mal. Was denn für ein Holz? Schwarz? Schwarzeiche kann ich dir verkaufen. Ganz billig. Einfach damit es aus meinem Inventar verschwindet, ja. Gut, verkauf es mir. Ganz billig. Gib es mir ganz billig. Jetzt muss ich immer hoch und runter. Ich brauche. Du willst es billig, Aaron. Ja. Aber es müsste noch welches in der. Es müsste noch welches zum Verkauf stehen. Also wenn du noch. Ja, ich geh gleich mal gucken. Also jetzt hab ich gedacht, ein Handy vibriert. Keine Sorge. Ich bin voll im Contagion-Fieber. Lange bin ich jetzt wirklich so. Irgendwo hat was vibriert. Okay. Ich war es auf jeden Fall nicht. Also Aaron, den Vibrator stellt man bitte vor der Aufnahme aus. Ja. Moment. Ich komm mal eben zum Train. Nein. Wenn da nichts ist, musst du vorbeikommen. Ja. Ist fair. Oh, 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 oh. Ich brauche Glück. Warum sieht mein Haus scheiße aus? Warum schreibst du nicht ein Buch mit dem Titel? Das fände ich so geil. Von in Zusammenarbeit mit Tine Wittler. Warum sieht man auch scheiße aus? Fände ich so geil einfach. Tine Hitler einmal verwenden, was? Ja, genau das. Thema heute. Was meinst du den Leuten? Was denn? Was denn? Ich kann auch nichts für ihren Namen. Aber dort, wo sie arbeitet, dafür kann sie was. So. Spoiler ich mal, ne? Was ist Spoiler? Ich Spoiler. Spoiler oh, du hast sogar, aber für 5? Das ist doch Wucher. Ja, aber für 5, das ist aber doch, das ist doch aber noch, Was willst du denn kaufen? Kein bearbeitetes Holz, das ist doch schon. Hab ich gerade auch gesehen. Wollte schon sagen. Alles gut. Was willst du denn kaufen, Mio? Mag es mir. Ich hab schon gekauft. Schwarzeiße. Yes. Okay. Jawohl. Also so ist das mit dem... Aber das reicht nicht. Das ist zu teuer. Das... Wenn ich mit dem Haus fertig bin, geht's endlich ans Geld machen. Sagst du? Ja. Och nein, mir ist ins Lab runtergefallen. Ich bin pleite. Und ich bin voll reich. Jawohl. bleibst du im Gasthaus mit mir zum Ben? Ja. Jo, kannst du kein eigenes Bett mehr leisten jetzt. Also ich bin kann echt pleite. Ich sag wie es ist, Aaron. Also ich kann mir jetzt schon Verzauberungen leisten. Scheiße. Ich bin also so ziemlich fertig damit. Ich bin gleich fertig mit den Nerven. Wir haben es verstanden. Also ich liege im Bett. Nur weil ich bei ihm Schwarzeiche gekauft habe, habe ich nur noch eine Münze. Jo, du sollst ja nichts kaufen, was mit Schwarz beginnt. Ja, ich weiß, ich habe Angst davor. Aber das ist nicht schlimm. Ich leg mich auch ins schwarze Bett. Ach ja, da war ja noch was mit Bett. Au. Ja, eigentlich müsste ich ja gar nicht pennen. Ganz ehrlich, ich muss jetzt farmen. Tiere. ein bisschen töten. Ich kann dir Tiere verkaufen, wenn du willst. Wir wissen die rüber. Ich hab nur noch eine Münze. Pinnen wir jetzt alle oder pennen wir jetzt alle nicht? Ja, ich lieg im Bett. Zur Not, wenn du kein Geld mehr hast. Zur Not, wenn du kein Geld mehr hast. Kannst du für mich arbeiten? Ich werde dich bezahlen dafür. Pro Folge kriegst du 200 Münzen. Ich wusste, dass Lapdance beginnt. Was soll ich dir denn machen? Ja, ich muss mir das noch überlegen. Ich muss ja hier mal Abbauarbeiten zum Beispiel oder Bauarbeiten halt. Kriege ich die Werkzeuge bezahlt? Hä? Die kriegst du gestellt. Die krieg ich gestellt? Ja. Ja, dann mache ich das doch mal. Aber nicht jetzt. Ja, in der nächsten Folge erst. Jetzt nicht. Jetzt bin ich pleite. Ja gut, geh einfach nur noch ins Bett und heule. Und esse dabei Chips.
Esse Chips, werde fett und glücklich. Was ist los, Aaron? Kann dich noch an den Spruch erinnern von Anfang der Folge. Oder die, an die Spur, besser gesagt. Ja. Werde dich sterben. Beinahe wärst du gewesen. Aaron. Ja. Du weißt hoffentlich, was passiert, wenn du stirbst. Dann bist du tot. Ich hoffe, du weißt das. Nicht looten. Genius. Was? Nein. Oh, doch. Nein. Nein. Kein Loot. Und wie wir das tun werden, Aaron. Werden mich looten. Nein. Nein. So. Nein. Wir werden sie schändigen, deine Leiche. Was? Diese Drecks-Erdkante hier. Ich hasse sie. Was? Drecks-LP? Nein, nicht Drecks-LP, Drecks-Erdkante. So. Drecks-LP natürlich auch. Drecks-LP. Ob es den gibt? MC2XLP. So. Das sieht ja alles schon mal schön und schön unförmig aus, vor allen Dingen. Du. Oh, ich hab ihn doch. Aua. Sehr gut. Au. Mit dieser Aussage hast du jedem wehgetan, Aaron. Au. Auch wirklich? Außer meinen Gefühlen, ja. die sind unverwundbar. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ist okay, Aaron. Was ist denn da los? Ist okay. Hier tritt Wasser über. Warum? Ach, ich weiß warum. Ach so, scheiße. Alles gut. Echt. I need sand. Und ich bin fast pleite. So, jetzt sieht das wieder schön aus. Perfekt. Ach, das ist schön, Mio. Das beruhigt mich. Super. Schön, dass dich das beruhigt. Ja, komm, Mio. Wir wollen doch alle ehrlich sein. Ich bin traurig deshalb. Ach so, tut mir leid. Oh, und ich bin sowas von cool. Hat Ustra nicht Geld? Geh mal zum Ustra. Was? Lass mich in Ruhe. Das ist mein Geld. Guck, wir gehen mal alle zum Ustra und betteln ein bisschen um Geld. Ich weiß nicht, du hast ja immer noch wahrscheinlich keine Folge von uns angeguckt, um zu spoilern. Ich sag dir nur so viel. Also, wenn du auf meine rechte Seite guckst, dann sieht es schon so aus, also ich habe da schon das N erreicht, ja, von den Münzen. Damit zahlen, sag ich jetzt mal, ne? Ernsthaft. Ja. Nice. Und es wird natürlich nicht stündlich, es wird minütlich mehr. Ja, und ich krieg einfach gar kein Geld. Ich habe jetzt 0 Münzen dank Steuern. Dachte schon dank mir, aber okay. Nee. So, wenn ich hiermit, Münze, die ging an die ich, Steuern, die wenn ich jetzt hier mit der Feldarbeit fertig bin, hab. Was jede Sekunde passieren wird. Ja, dann nicht! Achso, ja gut, achso, die Preise wurden ja ein bisschen erhöht und verbessert. Ich glaube, bei mir sollte es am besten runtergesetzt werden. da werden wahrscheinlich jetzt alle nicken. Ja, ich weiß. Ja. Nick. Wie gesagt, ich sag nur so viel, ich habe jetzt in einem Schwung, ich habe nur ein einziges meiner Felder, meiner 2, 3, 4, 5, meiner ungefähr 20 Felder habe ich jetzt eins abgemetzelt und habe jetzt 1300. Mir reicht die Schwarzeiche nicht, die ich dir abgekauft habe. Ich kann dir noch welche schenken, wenn du willst. Das sind Wucherpreise. Was sind denn Wucherpreise? Das sind doch... Wucherpreise. Ja. Was brauchst du denn mit dem ganzen Holz? Genau. Ich baue doch die Ställe. Ach so. Ich habe einen riesigen Kuhstall gebaut. Oder will ihn bauen. Gut, ich meine, wir können das ja auch anders regeln. Ich meine, ich gebe dir das Material und dadurch erwerbe ich eine Teilhabschaft an deinem Ertrag. Vergiss es. Alter. Was? Das ist ein mieser Erpresser. Was ist das für ein mieser Erpresser, wenn ich die Materialien dafür liebe? Alter. Okay, ich investiere jetzt mal 1000 Euro, bekomme auf einen Ertrag von 10.000. Ja gut, so machen das ja viele, wenn es dann hinterher läuft. Kann ja, vergiss es, nein. Kann ja auch theoretisch scheitern, das Ganze. Alter, wie willst du ja scheitern? Ja, weiß nicht, Vieh plus. Sterben oder so, weiß ich ja nicht. Mysteriöse nee. Vieh sterben. Also so geht das nicht. Ich hatte ja nur eine Idee. Junge, Hammer. Ich wollte das ja nochmal ansprechen. Du bist unglaublich unverschämt. Warum? Nur weil ich jetzt 1400 Münzen habe und ihr nicht? Was soll das denn? Alter, wie schnell geht denn das? Ja, ich hab dir gesagt, ich bin eine Wirtschaftsmacht und ich nehme das sehr ernst mit dem Geld, aber glaubt nicht daran. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar bunte Blöcke. Bist du behindert, ne? Ich,
Ich kann euch Brot verkaufen. Ich kann euch Brot hinterherwerfen, wenn ihr wollt. Ich hab null Münzen. Ihr könnt mal Fleisch bei mir kaufen. Wie wär's damit? Nö, kein Interesse. Siehst du? Ich kurbel hier die Wirtschaft an und werd pleite. Bin privatinsolvent mittlerweile schon. Ich hab Hunger. Ich kann dir Brote verkaufen, Fleisch Aaron. Bei mir. Bei mir ist es weniger, Aaron. Wie viel? Meine Kürbisse sind übrigens auch fertig. Wie viel? Aaron, bei mir ist es billig. Guck ja, rein in den Shop. Ach so. Ja, dann muss ich aber nochmal zurücklaufen. Moment. Warum guckst du das nicht vorher nach? Wusstra, wie viel? Was? Brote? Ich glaube 3 oder ja. So kosten die pro Brot. Ich kann die auch, ich kann den Preis aber noch ein bisschen senken, denke ich mal. Die Tage. Aaron, ich warne dich, wenn du bei ihm kaufst statt bei mir, ne? Ja, das aber, du siehst ja, ich habe jetzt so eine Wirtschaftsmacht, dass ich die Preise so drücken kann, dass einfach keine Konkurrenz mehr da ist für mich. Zufrieden. Es ist so schön, zufrieden zu sein, ja. Zufrieden. So. Meine Kühe laufen weg. Das war schafft das. Da machen Stall zu, was? Genau, was genau ist. Ach nein. So. Wo ist denn jetzt dieser Drecksklumpen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach ja. So, ich gehe mir jetzt bunte Blöcke kaufen, meine Freunde. Es ist so schön, es ist so schön mit euch. Und wenn ich gleich in der Stadt angekommen bin, dann würde ich auch sagen, wir machen hier eine kurze Folgenpause. Ihr könnt euch dann in der Pause über mich aufregen. Und danach überlege ich mir, welche Aufgaben ich der Mio stellen kann, damit die ein bisschen Geld verdienen kann. Ja, als mein persönlicher Fachsklave. Wohnarbeit. Also, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Hier bei Minecraft Big Business. Langsam wird's interessant. Tschüss. Tschüss.